das Besondere ist bei einer solchen Fußball-Weltmeisterschaft, Sebastian, ist ja auch die Tatsache, dass man hier nicht für den Verein spielt, sondern für sein Land. Genau, das ist ja dieses Wir-Gefühl, wir repräsentieren. Und das ist ja jedem anzumerken, die stolze Brust in jedem Trikot. Aber wir müssen natürlich auch die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllen. Krasic. Pantelic. Sicherheit zuerst mal, das Motto beim Aufbauspiel. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Gute Abwehr. Also da müssen Sie sich schon ein bisschen was anderes einfallen lassen, wenn Sie hier den Torhüter in Verlegenheit bringen wollen. Pantelic. Krasic. Jetzt setzt er hier die Verteidigung matt. Ja, da haben sie sich durchgesetzt. Und der Pass hinein ins Zentrum des Spielfelds. Dragutinovic. Na, da loben wir mal den Abwehrspieler. Ja, er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Schon ist er mit der Ballbesitz. Ja, hat er gut gemacht, nochmal nachgesetzt nach dem eigenen Ballverlust. Pantelic. Und der Ball geht ab ins Mittelfeld. Krasic. So, gute Flankenmöglichkeit jetzt. Und das sieht gut aus. Ja, da hatten sie die Chance, aber wieder ist die Abwehr zur Stelle. Gerade noch rechtzeitig abgefangen. Und jetzt drängt sie nach vorne. Und Schuss. Oh, da ist noch alles drin. Und er kämpft sich den Ball zurück. Pantelic. Erstmal geklärt. Ja, genau in die Mitte gespielt der Ball. Guter Spielzug. Er kann flanken. Und so sieht das der Trainer gern. Ja, toller Pass. Da die Flanke landet genau. Und der hält den sogar fest. Könnte was werden. Tolle Reaktion. Sauber vom Ball getrennt. Tja, ich glaube, da hätte der Schiedsrichter Assistent gar nicht die Fahne heben müssen. Das hat der Unparteiische schon selbst gesehen. Abseits. Und da ist nochmal abseits. Und die anderen haben ihn. Schön hat er das gemacht. Gut gemacht. Ja, und jetzt hat er den Pass klasse gespielt. Und den hält er auch noch fest. Er kommt an den Ball, kann ihn aber nicht kontrollieren. Der ist ja gut dazwischen gegangen, hat den Angriff unterbunden. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Dann haben sie nicht lange überlegt bei dem Freistoß. Die Abwehr macht einen ganz sicheren Eindruck.
Ja, sowas nennt man Einsatz. Da musste er aber auch nach dem Ballverlust richtig schnell zurückholen. Da sieht man schon, wie hungrig der noch ist. So, das gibt Eckball. Jetzt muss erstmal jeder seinen Gegenspieler markieren. Ja, den hat er verzogen. Ja, und die Fans haben sie jetzt augenscheinlich auf den Keeper abgesehen. Ja, das hat er gut gemacht. War auch eine schöne Finte. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Ja, und jetzt versuchen sie es erstmal hinten rum. Holt sich hier sauber den Ball zurück. Ah, toll gesehen, einfach klasse. Da wird der Trainer zufrieden sein. Und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Pantelic. Pantelic. Ja, sie versuchen es wieder durch die Mitte. Ja, Fans freuen sich über solche Abwehraktionen. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Und die Abwehr aufmerksam. Und jetzt, der geht neben das Tor. Ja, ja, Foul. Vidic. Die beiden Mannschaften haben sich nicht viel genommen in der ersten Hälfte. Fast schon logisch, dass es zur Pause Remis steht. Ja, nach den ersten 45 Minuten bleibt eins festzuhalten. Keine Mannschaft hat sich hier großartig Vorteile erspielen können. Das ist alles sehr knapp zugegangen und es sieht auch nicht so aus, als würde eine der beiden Mannschaften irgendein Risiko eingehen, um vielleicht auch noch zu gewinnen. Heute 45 Minuten sind noch zu spielen und weg ist der Ball. Super gespielt. Ja. So, was hat er jetzt gegeben? Er einschaltet auf Eckball. Pantelic. Krasic. Pantelic. Klasse Pass in die Spitze. Ah, da geht der Verteidiger ganz energisch rein. Ja, und der Angreifer hat in dieser Situation das bessere Ende für sich. Ja, sie versuchen es jetzt durch die Mitte. Pantelic. Pantelic. Stankovic. Ja, gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Und so bereinigt man eine solche Situation. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, das, was die Mannschaften da unten abliefern, ist schon klasse. Und da macht es natürlich besonders klare Sache, Freistoß. So, was hat er noch für Asse im Ärmel, der Trainer? Bringt nochmal einen neuen Mann.
klasse Pass. Flanke muss jetzt kommen. Stankovic. Ja, damit kannst du im Torwart, glaube ich, keine Angst einjagen, oder? Nein, absolut nicht. Ich muss ja nur kurz zwei, drei Schritte rausmachen und den Ball aufnehmen. Ja, und jetzt setzen sie alles daran, hier in Führung zu gehen. Und weg ist der Ball. Krasic. Ja, das sieht gut aus. Jankovic. Pantelic. Stark gemacht. Oh, das war eine klasse Chance. Und der Ball ist im Tor. Den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Unerreichbar für den Keeper in die untere Ecke. So, jetzt endlich mal was Zählbares in dieser Partie. Hat schon bis zur zweiten Halbzeit gedauert. Das sieht gut aus. Abwehr steht goldrichtig. Wunderschönes Zuspiel. Und gegen diese Dribblings scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Ja, sicher sieht anders aus, aber bitteschön, er hat den Ball erstmal wegbekommen. Pantelic. Ja, und die stehen ganz sicher. Stankovic. Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören. So, das ist schon sehr souverän, wie der Verteidiger mit derlei Situationen umgeht. Der Abwehr steht gut. Ja, und er lief ins Abseits. Trainer wechselt einen frischen Spieler ein, versucht hier die Führung über die Zeit zu bringen. Und nochmal geht's durch die Mitte. Toller Pass in die Gefahrenzone. Toll. Ja, total ungefährlich dieser Schuss. So sieht ein Pass aus. Ja, sowas freut die Fans. Ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Ja, und der geht nicht rein. Schade, gute Aktion vom Stürmer, aber das letzte Quäntchen hat hier noch gefehlt. Stankovic. Ja, Fußball ist kein Basketball. Für dieses Foul müsste es eigentlich Freistoß geben. Gutes Stellungsspiel. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei. Zieht ab. Da, die Gefahr ist mal gebannt. Foul, ganz eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. Und er hält ihn fest. Wie er den spielt. Und Achtung, der könnte passen. Überhaupt kein Problem für den Torhüter. Ja, wenn der Schiedsrichter zeitlich nichts draufpackt, dann sind es noch 5 Minuten. Oh. Oh, und in dieser entscheidenden Phase der Partie entscheidet er auf Strafstoß. Zuschauer, wir können wieder mal feststellen, so schnell geht das im Fußball. Es ist noch nicht vorbei, Sebastian. Es gibt Elfmeter. Ja, und das war ja auch eine Aktion. Also da kann ich ja froh sein, dass er nicht vom Platz fliegt. Und jetzt ist es natürlich noch mal richtig spannend. Das ist doch die Riesenmöglichkeit. Aber eine unglaubliche Parade, oder?
Das hat er gut gemacht, lange gewartet und sich spät entschieden. Und bitteschön, Einwurf gibt's. Das ist es. Ja, wie sagen wir, Sebastian, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, in dem Fall stimmt der Spruch, hätte er mehr daraus machen müssen. Jeder Ball von dem kommt heute an. Genau getimt. Und der Eckball ist da. Vielleicht doch noch mal die Chance hier, den Ausgleich zu bewerkstelligen. Und jetzt klingelt es gleich. Und immer wieder setzt er sich im Zweikampf durch. Die Chance. Da war alles im Aus. Abschluss. Ja, einmal verloren. Damit ist das Turnier noch nicht unbedingt zu Ende für diese Mannschaft. Aber man muss natürlich aus dieser Niederlage auch die nötigen Lehren ziehen. Ja, also sie müssen natürlich sehen, was sie falsch gemacht haben. Das müssen sie jetzt ganz genau analysieren. Und dann müssen sie es abstellen im nächsten Spiel.